Was geht, Leute? Mein Name ist Danny Jess und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dude That Was. Hier sind wir noch dabei, mein Kumpel Richie aus dem Gefängnis zu helfen. Er ist sein bester Freund und er ist im Gefängnis und das können wir nicht mit ansehen. Nun, um ihm zu helfen, müssen wir mehrere Missionen erfüllen, die gar nicht so einfach sind. Ich glaube, es sind nämlich 8 Aufträge, die wir machen müssen. Aber natürlich, wenn wir es hinbekommen, denn wir sind mega gute Videospielen. Schaut, ob du einen kostenlosen Abonnier, dass ihr kommt täglich Videos holen, alle sind kostenlos. Und wenn das Video 200 Likes bekommt, dann kommt die nächste Folge davon hoch. Nun, wie ihr sehen könnt, hier ist Richie und er kann sogar Zeit einfrieren. Das heißt, er ist einer der stärksten Charaktere ever. Wir können nur die Zeit langsam machen. Also unsere Fähigkeit ist nicht allzu stark wie seine. Na gut, dann machen wir mal weiter. Wir haben das Spiel beim letzten Mal gespeichert. Ich meine, das hoffe ich einfach mal. Warte mal, ich habe beim letzten Mal 10 Euro bezahlt, um eine Waffe zu bekommen. Und ich habe sie immer noch. Ja, perfekt auf jeden Fall. Oh, es könnte aber sein, dass die Mission nochmal von vorne machen muss tatsächlich. Aber diesmal wäre ein geiler Wagen, der vor meiner Tür steht. Das ist richtig geil. Ich meine, so ein Lampe vor seiner Tür stehen, sagt jemand dazu nein? Und wenn jemand dazu nein sagt, dann ist alles okay bei dir? Na gut, wir müssen jetzt mal wieder zur Polizei, weil es könnte sein, dass ich die Mission komplett nochmal von vorne machen sollte. Aber dieses Mal hoffentlich ohne, dass die Polizei mich töten will. Na gut, ich habe es markiert. Und jetzt fahren wir erstmal wieder zur Polizeistation und werden die Polizisten aber mal ignorieren. So wie ich es im echten Leben auch immer tue. Einfach ignorieren und weiterfahren. Na, Spaß, ist keine gute Empfehlung auf jeden Fall. Na gut, wir sind dort. Sehr schön. Da gehen wir jetzt wieder rein. Da drinnen ist halt niemand. Die warten nur draußen. Die haben keine Mitarbeiter, die drinnen sind. Und wir sind angekommen. Okay, jetzt gehen wir wieder, naja, hier hin. Im letzten Mal hatten wir die Animation schon gesehen. Also, wenn du das letzte Video nicht gesehen hast, dann solltest du es tun, denn diese Animation dauert ziemlich lang und ist ziemlich episch. Kirill haben wir ebenfalls geredet. Das machen wir jetzt nochmal. Dieser werde ich aber mit meinem Lambo zu Kirill fahren, damit er weiß, was abgeht. Ich meine, er soll ja wissen, mit wem er es hier zu tun hat. Obwohl, er kennt sich wirklich anders von mir. Er kennt mich nur mit Lambos. Er denkt sich einfach so, Danny, erfolgreich wie immer. Okay, das Gute ist, wir werden hier immer Pfeile angezeigt bekommen. Das heißt, wenn wir nichts manipulieren, dann wissen wir immer, wo es das nächste lang geht. Das ist sehr, sehr geil. Gefällt mir. Ups, falscher Weg. Kirill ist übrigens Russe. Das heißt, er ist ein Wodka-Profi. Mit seinen Freunden machen die hier Russen-Dance und er steht einfach auf Flaschen. So, mit ihm haben wir schon beim letzten Mal geredet. Das weiß ich jetzt dieses Mal nicht nochmal. Aber wir müssen quasi sein Auto holen. Er hat nämlich eine Bitte. Und zwar hinter der Polizeistation soll anscheinend sein Auto sein. Deswegen fahren wir wieder zurück zur Polizeistation. Ganz entspannt fahren wir einfach hin oder auch ganz schnell, weil ich meine, mit einem Lambo langsam zu fahren ist schon eigentlich eine Beleidigung. Oh, wir können hier einen Mega-Jump nehmen. Lass mal sehen, wie weit wir fliegen können. Und, oh mein Gott. Ich meine, theoretisch muss ich zugeben, am besten wäre es mit einem Monster-Truck. Also mit einem Lambo es zu tun, ist vielleicht nicht die beste Idee, aber hey, wir machen trotzdem Sachen. Wir machen auch die Sachen, die für andere nicht so eine gute Idee sind, wie zum Beispiel den Lambo ins Wasser zu fahren. Und wir sind jetzt da. Die Frage ist, wo ist das Auto? Ich meine, er hat gesagt, hinter der Polizeistation. Das heißt, hinter der... Das ist ein Auto? Wo ist das Problem? Ich meine, das ist ja ein schnelles Auto wahrscheinlich, aber nicht so ein geiles Auto wie meins. Aber es fährt sich schon geil. Ist halt so ein Rallye-Auto, ne? Polizei ist auch nicht sauer, weil ich das Auto geklaut habe, was sehr schön ist. Ich meine, man weiß ja nie, die haben das Auto ja konfisziert. Ein sehr komisches Wort. So, und wir sind dort. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir das Auto einfach nur parken. Sehr schön. Aber es geht weiter. Das war noch relativ einfach. Was war mit dem Labern? Danke für Auto. Das war schnell, Dude. Aber ich wette, du kannst nicht meinen Rekord durchbrechen, den ich durch die Stadt bekommen habe. Ich bin hier der schnellste Fahrer der Welt. Ich bin so schnell, die nennen mich Sonic, der Speedy Slav. Wieso versuchst du nicht einfach? Wenn du gewinnst, gebe ich dir $500. What? Bruder, natürlich gewinne ich. Eins, let's go. Denkt er wirklich, ich gewinne das nicht? Denkt er wirklich, ich bin langsam? Denkt er wirklich, ich weiß nicht, wie man Sieger ist? Ich weiß, wie man ein Sieger ist. Ich weiß, wie man ein Rennen gewinnt. Ich habe schon mehrere Rennen in meiner Freizeit was? Wo lang soll ich? Oh, das war der falsche Weg, oder? Ah, da, nein! Okay, ich hätte den Teil folgen sollen. Ja. Ich schaffe das immer noch. Ich schaffe das trotzdem. Zieh euch mal rein. Jetzt sehe ich, was das Problem war. Easy peasy. Oh nein, ach, da ist es ein Scherz. Auf einmal ändert sich der Pfeil so schnell. So, hier lang. Ah, ich sehe schon. Wow, das Auto kann driften bis zum geht nicht mehr. Bruder, ich hätte mein Lambo mitnehmen sollen. Wieso muss ich sein Auto fahren? Ich meine, das ist ja eigentlich fair. Wenn wir schon ein Rennen machen, dann mit ungefähr ähnlichen Autos. Ich meine, Lambo kann nicht gegen ein Golf fahren. Außer es ist so ein mega geboosteter Golf mit 1000 PS und der wiegt nichts. Oh mein Gott, nope. Okay, alles gut. Ich meine, ja, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, aber keine Sorge, ich bin Danny. Ihr wisst, was es heißt, oder? Ich bin gut im Videospielen. Das bedeutet das. Okay, hier, nice. Wir kriegen das hin auf jeden Fall. Ich meine, wir haben alle Zeit der Welt, hä? Alle Zeit der Welt. Jetzt nur noch geradeaus, oder wie sieht's aus? Bitte sag mal ja. Nein, nach links, okay. Oh je, ich meine, hätte ich keinen Unfall gemacht. Easy peasy. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich glaube noch daran, auch wenn ich noch 20 Sekunden habe, kann ich das. Ja, ich kann es stören. Okay, okay, ich sehe dich. Ich sehe dich. Hier, heilig. 12 Sekunden. Oh mein Gott. 10 Sekunden. 8 Sekunden. 7 Sekunden. 6 Sekunden. Oh, oh. 3 Sekunden. Ich will nicht überreden. Das war nur Aufwärmung. Vorführeffekt, Bro. Auf geht's auf ein neues. Wie gesagt, das war nur Vorführeffekt. Also jetzt bekomme ich es ja wirklich easy hin. Also hundertprozentig. Keine Widerrede, Bruder. Hier zum Beispiel nach links. Das wusste ich halt davon nicht.
Alter, wie fahren die denn Auto? Die können ja mal gar nicht Auto fahren. Oh, wird er nicht schon wieder verkacken? Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Stanley, von wo hast du eigentlich gelernt, so gut Auto zu fahren? Das ist schon seit meiner Kindheit so. Ich habe seit meiner Kindheit viele Autos geklaut. Oh mein Gott. Naja, und mit dem bin ich rumgefahren, habe sie dann wieder zurückgebracht. Keiner hat was gemerkt, deswegen bin ich so gut im Autofahren. Ich weiß auf jeden Fall, was abgeht, wenn es um die Autofeldwelt geht. Schließlich mal, wie viel Zeit ich noch habe. Also, das ist ja unglaublich. Also, ja, ich habe mich ein paar Mal verfahren, aber nicht mal annähernd so wie beim letzten Mal, logischerweise. So, hier la. Nein. Oh no. Das ist nicht geschehen. Okay, wir haben diesmal 31 Sekunden noch Zeit. Das ist ja ein großer Unterschied tatsächlich. So, wir fliegen schön. Weiter geht's. Jetzt haben wir noch. Oh, wir haben so viel Zeit, ne? Bruder, das ist der Rekord? Dass ich nicht lache. Wie einfach ist das denn? Zieh hier erstmal. Alter, ich hätte es fast geschafft beim letzten Mal, ne? So, lass mal sehen, was er zu sagen hat. Mann, das war super. Wie hast du das gemacht? Naja, hier ist der Plan. Während ich versucht habe, Richie rauszubekommen, ist mir aufgefallen, dass das Gefängnis kontrolliert wird. Die können gehackt werden, wenn ich die Hacking-Tools habe. Ich brauche drei Sachen dafür. Ein Hacking-Gerät, mit dem ich die ich neben der Polizeistation gesehen habe. Einen elektronischen Chip, den ich in der Wüste gesehen habe. Und ein USB-Gerät, das ich irgendwo in Büros gesehen habe. Jetzt geh. Richie muss warten. Oh, na super. Ich nehme mal deine Karte, ja? Okay, dann lass mich mal überlegen. Also erstmal in der Polizeistation. Kein Problem. Das Ding ist, das, was ich mir Sorgen mache, ist das Büro. Aber wir finden schon die Sachen auf jeden Fall. Im besten Fall sogar in dieser Folge. Erstmal gehen wir zur Polizeistation und holen dort die Sachen, die wir brauchen. Sollte auf jeden Fall easy peasy lemon squeezy sein. Ich meine, ja, ich gebe zu, ich würde schon sehr bevorzugen, wenn mir der Pfeil alles zeigen würde. Und die Wüste ist auch relativ groß auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir finden die Sachen schon. In dieser Folge würde ich sehr gerne Richie jetzt befreien. So, lass mal reingehen und gucken, ob wir das hier irgendwo finden können. Wir sind jetzt dort und hier soll irgendein Hacking-Gerät sein. Lass mal reingehen. Ich meine, das ist ein Laptop. Das ist es wahrscheinlich nicht. Vielleicht die Donuts sind ein heimliches Hacking-Gerät. Klar, Spaß, das sind nur Donuts. Ah, hier haben wir das erste. Nice. So, perfekt. Dann gehen wir zum zweiten. Das finden wir irgendwo in der Wüste. Aber wo? Na gut, dann müssen wir als nächstes in so eine Art Büro fahren. Wo auch immer das ist, wir werden es schon finden. Leider wird es auf der Map nicht angezeigt, wo man lang muss. Das ist sehr, sehr schade natürlich. Wow, was war das denn? Frag mich nicht, wie ich das überlebt habe. Warte, ich glaube, das war hier sogar. Ich glaube, das war das Haus. Ja, wir müssen hier reingehen. Und hier müsste es... Was? Minigame? Nein, danke. Ich bin nur hier wegen dem Gerät hier. Nice, das zweite. Und jetzt in der Wüste. Okay, jetzt bin ich mal gespannt auf jeden Fall, wo sich das befinden wird. Jetzt bin ich sehr gespannt. Dann warte mal. Ich schaue, hol uns die Map hier raus. Die Wüste ist ja hier irgendwo. Das heißt, es sollte irgendwo hier sein. Entweder wir fahren dahin oder wir... Ja, weiß auch nicht. Also, ich glaube, hinfahren würde sich schon lohnen. Auch wenn das ein weiter Weg ist. Obwohl ich sagen muss, mit dem Helikopter würde es auch geil sein. Auf jeden Fall würde ich schneller gehen. Okay, dann würde ich sagen, wir fahren einfach mal hin und schauen uns mal... Sorry. Ja, das passiert, wenn man auf der Straße läuft. Was soll ich sagen? Laufe nie auf der Straße. Ansonsten kommt Danny und da passiert sowas. Kleiner Spaß, ich würde schon aufpassen. Hier wird nichts passieren, solange ich im Auto sitze. Okay, wir haben es geschafft, von der Polizei zu entkommen. Wow, nur ein Stern, war nicht so crazy. Ja, jetzt wird es eine längere Autofahrt auf jeden Fall, bis wir die Teile bekommen. Anscheinend soll diese Mission aber tatsächlich noch einfach sein. Das ist schon ziemlich crazy, was man alles machen muss, um Richie zu bekommen. Aber wenn wir ihn erstmal haben, dann sollten wir unnormal mächtig sein. Und wie ihr mich kennt, ich mag es, mächtig zu sein. Es macht einfach Spaß. Nun, ich glaube, wir müssen hier nach rechts fahren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das Teil finden. Werden. Warte mal, ich könnte natürlich da lang fahren, aber ich nehme mal lieber die Straße. Ich glaube, das sollte ein sehr sicherer Weg sein, so einfach die Straße zu nehmen. Ja, hier ist eine Brücke und jetzt kommen wir auch schon zur Wüste und hier könnte es sein, weil hier ist ja die Wüste. Wow, zieh uns mal das rein, hier war ich noch nie. Man muss auch dazu sagen, die Map wird halt immer größer. Ich meine, die updaten das Spiel regelmäßig, das ist doch in der Beta. Hier muss irgendwo in der Nähe das Teil jetzt sein. Und hier ist es auch schon. Okay, wir haben das dritte Teil gefunden, wir haben alle drei Teile gefunden, das war einfach. Sehr schön. Okay, jetzt gehen wir zurück zu meinem Russenfreund. So, lass uns das Auto einsteigen, perfekt. Und auf geht's zurück. Ich muss kurz schauen, wo er nochmal war. Ich glaube, er lebt hier in dieser Gegend. Ja, ich merke mir langsam die ganze Map. Sehr schön. Es ist cool, das Spiel. Oh mein Gott. Was passiert hier? Okay, ich stelle keine Frage. Ich fahre einfach weiter und tue so, als hätte ich nichts gesehen. Es ist cool, das Spiel in der Beta zu spielen, weil wenn die mehr dazu hinzufügen und sowas, dann kenne ich die Map immer noch auswendig. Weil ich kann mir vorstellen, das wird ein komplettes GTA-Spiel, einfach mal auf Handy. Davon gibt es übrigens eine Menge, von denen habe ich noch nie gespielt. So richtige GTA-Spiele auf Handy. Also ich sag mal so, in der Zeit, wo wir auf Updates warten, hier bei dem Spiel oder das Spiel dann wieder spielen, nachdem sie es geupdatet haben, können wir die anderen Spiele auch nochmal spielen. Man braucht ja was in der Zwischenzeit, bis das Spiel geupdatet wird. Oh mein Gott, wieso fahren die so grausam hier? Was ist schief bei denen? Also ganz ehrlich, so wie die fahren, fahre ich vernünftig. Wolltest du kurz anmerken. So, wir sollten da sein. Hat er hier gewohnt? Ich glaube ja, ne? Ja, hier war es nicht ganz leider. Aber er hat ein geiles Auto, mit dem macht es echt Spaß zu fahren. Man kann halt auch Boost geben hier. Das ist auch geil, ne? Also macht schon Spaß, Boost zu geben auf jeden Fall. Mache ich eigentlich zu selten, muss ich doch dazu sagen. Jetzt muss ich erstmal wieder sein Haus finden. Irgendwie. Wo ist er? Wo versteckt er sich, hä? Ich glaube, das war sogar hier unten, oder? Alles war hier, genau. Okay, ja, ich sehe schon, ich sehe dich. Ich sehe,
Videospiele funktionieren. Nein, ich hab's gefunden. Was Freunde nicht für Freunde tun, richtig? So, wir sind da. Du hast die alle gefunden. Lass mal sehen, ob ich was bauen kann. Bipu, blip, skrublu. Da hast du's ja gebaut. Upsi, dupsi. Es hat keine super Batterie. Oh, es braucht ganz spezielle Batterie. Habe ich mir nicht gerade ausgedacht. Ich kann sie bekommen, aber ich brauche $3000. Du kannst zurückkommen, wenn das Geld kommt. Du kannst eine Menge Sachen machen, um das Geld zu bekommen. Du kannst Basketball spielen und so weiter und so fort. Du kannst Autos verkaufen und so weiter. Du kannst sogar Geld finden, wo es rumliegt. Die Leute sind hier ziemlich reich. Sie werfen überall Geld lang. Jetzt geh. Mit dir komm zurück mit dem Geld. Er will $3000 haben. Oh mein Gott. Okay, Leute, aber ich werde das Video von euch mal stehen lassen. Wir werden die Mission am nächsten Mal komplett zu Ende bringen. Das wird richtig geil. Ich meine, wie gesagt, es ist nicht so einfach, aber wir kriegen es langsam aber sicher hin. Dann holen wir Richie da raus und dann werden wir einen Charakter haben, der unnormal stark ist. Also viel mehr davon. Lasst mal oben da. Abonniert kostenlos, aktiviert locker und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.